Hi Leute, ich muss jetzt, also es ist schon ziemlich spät, es ist 20:20 Uhr am Sonntagabend und ich muss morgen in die Schule. Das heißt, ich müsste eigentlich schon seit 20 Minuten schlafen. Aber ich muss jetzt noch über was mit euch reden, was mich jetzt schon die ganze Zeit beschäftigt hat. Seitdem ich heute einen Artikel in Newspoint.cc gelesen habe, dass in Mexiko oder irgendwo bei den Amis jedenfalls ein Make-up-freier Schultag durchgesetzt wurde. Ja, jetzt gab es natürlich viele Reaktionen, viele Kommentare, die hießen, ja, ich freue mich, die ganzen Schlampen mal ungeschminkt zu sehen. Naja, jetzt wollte ich euch meine Meinung dazu mitteilen, da mein Vlog letztens ziemlich gut angekommen war. Ich bin mir aber nicht sicher, wie lange Kamerako noch durchhält. Zur Not mache ich das wohl hier morgen weiter. Ja, die ganzen Schlampen mal ungeschminkt. Ihr seht mich gerade ungeschminkt. Mal ganz ehrlich, ist jeder, der dann Make-up trägt, gleich eine Schlampe oder gleich eine Tussi oder irgendjemand, der total aufs Äußere fixiert ist oder so weiter, also oder so weiter und so fort. Ich denke mal nicht. Das ist ziemlich oberflächlich von denen, die das jetzt sagen, zu sagen, ja, ich freue mich, die ganzen mal ungeschminkt zu sehen. Ich finde, es ist einfach nicht richtig, das so auszudrücken. Na klar, die Idee ist gut, natürlich. Weil ich finde, es tragen viel zu viel Make-up in der Schule. Zwar dunkles Make-up in der Schule, ja. Von mir aus klatscht euch tonnenweise Kajal aufs Gesicht, geht mich ja nichts an. Ich trage auch manchmal gerne dunkles Make-up in die Schule. Aber ich klatsche mir nicht das ganze Gesicht mit Foundation zu oder so, weil ich finde das einfach zu viel für die Schule. Zurzeit trage ich eigentlich also nur Braun auf dem Lid und da auch ziemlich helles und halt einen ziemlich kleinen Lidstrich. Deshalb habe ich euch dazu auch so ein Tutorial gedreht. Ein deutsches. Und da werde ich dann halt englische Subtitles drunter setzen. Und naja. Ja, weiter im Programm. Also, ich finde, Make-up sollte nicht dazu da sein, irgendwas zu verstecken, sondern einfach dazu, die natürliche Schönheit hervorzubringen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich Make-up mag, sondern weil es ist einfach meine Meinung ist. Ich werde nie zu irgendjemandem sagen, der viel Make-up trägt, oh mein Gott, ist das eine Tussi. Weil ich Make-up liebe und weil es für mich dazugehört und weil ich das später mal zu meinem Beruf machen will. Aber ich finde, also bei uns würde sich sowas sowieso nie durchsetzen können, weil bei uns jeder total aufs Äußere fixiert ist und da braucht man sich nicht vormachen. Ich gucke auch, man sieht zuerst, man sieht nun mal zuerst das Äußere. Und jetzt auch, es gab auch ein paar Kommentare, da stand, ja, die ganz hässlichen schminken sich sowieso nie, weil sie wissen, dass es nichts mehr zu retten gibt. Da kann ich nur sagen, zu derjenigen, der das vielleicht geschrieben hat, sag mal, du schminkst dich selber nicht, richtig? Also zumindest, also das Äußere sagt doch nichts über den Charakter aus. Ja, das sagt vielleicht jetzt jeder, weil er einen guten Eindruck hinterlassen will, aber wer meint es denn wirklich so? Man sieht nun mal zuerst das Äußere, daran kann man nun mal nichts ändern. Da kann und ein dickeres Mädchen, das kann den tollsten Charakter der Welt haben. Das wird trotzdem nie eine Chance haben. Weil einfach jeder zu sehr aufs Äußere fixiert ist. Und ich gucke auch zuerst aufs Äußere. Das ist ganz. Ich muss es zugeben, weil ich finde, es ist unfair von mir zu, von euch irgendwas zu verlangen. Und dann halt von mir selber, ihr wisst schon, dann bin ich selber so. Nein. Ich finde einfach, ich wollte einfach jetzt meine Meinung dazu noch auslassen, weil es beschäftigt mich sonst den ganzen Abend. Ich finde einfach, dass Make-up dazu da sein sollte, die natürliche Schönheit zu unterstreichen. Und da ist es sinnlos, jedem das Make-up zu verbieten, weil ob man nun mit 12, also mit 12, mit 14 oder mit 20 Make-up trägt, gibt keinen Unterschied.
Irgendwas passt zu jedem. Und wenn jeder sollte sich selber aussuchen können, ob er jetzt Make-up trägt oder nicht. Mein Gott, wer halt sich Tonnen von Kajal aufs Gesicht klatschen will, mein Gott, der soll das halt tun. Oder wer halt gar nichts aufs Gesicht machen will, der soll das halt auch tun. Es ist, ich finde es sinnlos. Also die Idee ist natürlich gut, natürlich. Aber bei uns würde sich sowas, wie gesagt, nie durchsetzen, weil, wie gesagt, jeder zu sehr aufs Äußere achtet. Mir macht es nichts aus, mich jetzt so ungeschminkt vor der Kamera zu zeigen, weil ich weiß nicht, mir macht das einfach nichts aus. Aber es ist ziemlich, die Gesellschaft ist ziemlich oberflächlich geworden. Aber naja, mir würde es auch nichts ausmachen, ungeschminkt mal in die Schule zu kommen. Vielleicht werde ich das irgendwann mal in Angriff nehmen. Aber es ist, ich finde, wenn man es nicht überträgt mit dem Make-up, ist es doch gut, wenn es gut aussieht. Und wie gesagt, ich finde es sinnlos, sowas einzuführen. Weil jeder sollte selbst entscheiden können, ob er jetzt Make-up trägt und wenn ja, wie viel. Was kommt nicht daran, also es kommt nicht darauf an, ob jemand Make-up trägt, sondern wenn, wie viel. Weil jetzt wegen mir ein bisschen Wimperntusche könnte doch jeder vertragen, oder? Selbst die Lehrer machen Wimperntusche drauf. Da wartet niemand irgendwie von denen ungeschminkt in die Schule zu kommen. Man muss nur wissen, wie viel. Und man muss wissen, wie sich das, wie man dazu selber steht. Und jeder muss wissen, wie viel er bereit ist, von sich zu opfern oder auch von sich preiszugeben, wenn man geschminkt ist oder wenn halt auch nicht. Ja. Das war jetzt meine Meinung dazu und mich würden eure Meinungen sehr interessieren, vor allem von Ewald. Der Name ist genial. Und ja, von allen anderen natürlich auch. Ja. Ich wünsche mir jetzt selber eine gute Nacht und euch natürlich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Video.